Yo, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Henk und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es was ganz Besonderes, Jungs, ja. Heute Abend geht es wieder los mit Champions League und wir dachten uns so, wir machen heute Manchester City gegen Real Madrid. Ja, Hinspiel hat Manchester City 2-1 gewonnen und jetzt das Rückspiel. Was sagt ihr? Wer wird das Spiel gewinnen? Wer wird weiterkommen? Schreibt das schön unter in den Kommentaren und nochmal Tipp in den Kommentaren schreiben, dann gewinnt ihr auch 10 Euro PSN, Jungs. Ja, kommentieren nicht vergessen wegen Algorithmus, liken nicht vergessen auf Ehrenbasis und heute haben wir auch eine Special Guest. Ich habe Bock auf ihn und zwar Max, was geht ab? Ja, moin Jungs, was geht? Heute Team Real an der Stelle. Ich gehe heute mal rein hier mit einem guten Eden Hazard. Die SPC-Karte ist das, glaube ich, Player Moments-Karte, glaube ich, heißt das Ganze. Die kostet richtig, also ich glaube 1,9 Millionen laut Footbin könnte heute lustig werden. Ja Jungs, ich habe Team of the Year Kevin De Bruyne im Sturm. Ja, im Stream habe ich gefragt, soll ich Kevin De Bruyne ZM spielen oder Stürmer? Ihr meint, ich spiele Stürmer, Seko. Er wird auch bei mir Stürmer spielen. Jungs, nicht zu vergessen, wie gesagt, Algorithmus, ja, schön kommentieren und liken. Ich erwarte ganz entspannt 2500 Likes. FIFA ist, ja, fast zu Ende. Aber ihr könnt natürlich Seko unterstützen, auch natürlich Max, Jungs, ja. Unten in der Videobeschreibung ist er verlinkt und morgen kommt bei ihm Chelsea gegen Bayern. Also unterstützt uns, Jungs, und wir starten rein. Wir haben viel Werbung gemacht und ja, let's go. Ich halte rein. Okay, let's go, wir gehen rein. Ah, nicht zu vergessen, Jungs. Warte, nicht zu vergessen, ja, Jungs. Stimmt. Zwei Spieler müssen wir noch nehmen. Also zwei weitere Manchester City-Spieler muss ich nehmen und Max muss zwei weitere Madrid-Spieler nehmen, ja? Also wir starten rein. So sieht's aus, es könnte heute ziemlich in die Hose gehen, weil wenn du jetzt zum Beispiel nur Realspieler aufschreibst, hast du zum Beispiel einen von mir. Also ich gehe aber erstmal rein. Rechtes Mittelfeld ist bei mir ein Spieler. Eine nice Karte spielt bei meinem Lieblingsverein RSC Mallorca, der gute Kubo. Man kennt ihn. Und dann vorne gehe ich mit dem Vinicius Junior. Der hat da nämlich eine Stürmerkarte und ich hoffe einfach nicht, dass du auf den gekommen bist. Sehr geil gemacht. Wirklich. Ich habe Benzema aufgeschrieben und dann rechts habe ich Ben Yedder aufgeschrieben. Ich dachte, das wird jetzt so ein Franzoseneck, aber ja, sehr gut gemacht. Sehr gut. Kann ich alle behalten. Einen Realspieler habe ich schon drin. Mal gucken, ob du jetzt einen Man City-Spieler nimmst. Ne? Ich habe hier so eine leichte Ahnung. Okay, alles klar. Dann fangen wir mal an. Und zwar auf der rechten Seite, Jungs. Da haben wir den Mohamed Salah am Start. Und in der Mitte, ich hoffe, du hast den nicht aufgeschrieben. Und das ist der Mahrez. Ey, ihr müsst es jetzt bei mir auf Footbin hier sehen, wen ich eingegeben habe. Ich habe rechts einfach nur irgendeinen Man City ZMs zu bekommen. Ich habe rechts irgendeinen Premier League Typen. Habe ich mal hier Salah reingehauen. Habe ich auch nicht aufgeschrieben. Schade, ich habe aufgeschrieben. Den guten Foden und Mahrez, denn beide haben jeweils eine Flügelkarte und eine ZM-Karte. Also das war wirklich der taktische, Jungs, der taktische. Alles klar. Also Jungs, wir fangen auf jeden Fall sehr schlecht an. Ja, wir machen dann weiter jetzt. Zweite Runde. Let's go. Weiter geht's bei dir mit der linken Seite. Und ich habe da eine Vermutung, dass du mit über diese Nation mit denen da gehst. Irgendwie eine Vermutung. Im Sturm gehe ich mit Karim Benzema, ja. Und links habe ich den, ja... Manche werden jetzt, genau jetzt schreiben, ey Seko, warum hast du den wieder genommen? Aber ihr wisst Bescheid, Seko, alles klar, ihr wisst Bescheid, Jungs. Ribéry habe ich am Start und in der Mitte gehe ich mit Prime Optimus, Optimus Prime, PT. Es lädt zwar, aber jetzt haben wir PT. Ach du Heilige, nee, da war ich sehr, sehr weit entfernt. Ich bin mit Verratti und Neymar gegangen, weil ich gedacht hätte, du gehst vorne mit dem Jesus auf Brasilianer angelehnt und dann irgendwie machst du was mit Neymar. Ach, keine Ahnung, also war weit daneben, kannst du alle behalten. Okay, let's go. Sehr wichtig, wir Jungs. Wir gehen mal rein. Also, ich halte mal jetzt rein. Come on. Und jetzt könnte es schwierig werden. Ist, glaube ich, noch gut ausgedrückt. Ich gehe erstmal links mit einem relativ safen Axel Witzel ist es. Dann in der Mitte spielt eine gute Prime Pirlo. Und rechts, ja, kommen wir jetzt zum nächsten Realspieler. Bitte habe ich nicht aufgeschrieben. Toni Kroos wollte ich erst nehmen, aber ich habe mich jetzt für Valverde umentschieden. Meine Damen und Herren, ich habe den Kaka Optimus Prime, dachte ich so. Ja, dann Fernandinho und ja, Casemiro leider. Hätte ich Kroos sogar nehmen können, hier unten ist er auf der Bank irgendwo. Ach nee, schade, ah. Ich jetzt den noch. Ach. Ja, aber wenigstens kann ich alles spielen, das ist die Hauptsache. Ja Jungs, wir machen dann weiter. Momentan sieht es nicht so gut aus für mich. Dritte Runde, die beiden Außenverteidiger, let's go. So Jungs, also wir machen jetzt weiter, beiden Außenverteidiger. Und zwar ich halte jetzt die rein, weil ich Spieler haben wir aufgeschrieben. Let's go. Also rechts bin ich mit einem ganz, ganz safen Hasen gegangen und zwar einem Inform von dem guten Suarez und links gehe ich auch ab, kann ich hier so sagen, der Schulz ist es geworden und ich hoffe, du hast ihn nicht aufgeschrieben. Ey, unglaublich. Ich habe rechts Hakim aufgeschrieben, der hat ja eine Madrid-Karte und
Links ja, Guerrero genau. Von Dortmund. Ach, links Guerrero. Bisher, Junge, ich muss sagen, das läuft hier sehr, sehr gut bei mir. Ich würde sagen, bei dir könnte ich noch einen erraten, aber ich glaube nicht dran jetzt. Also die beiden kannst du, glaube ich, safe behalten. Okay, auf der linken Seite gehe ich mit Theo Hernandez und rechts habe ich den Arnold. Warum gehe ich einfach nicht mit den Obviesten? Warum? Kamara und Wan-Bissaka. Och nee, wirklich. Wichtige okay. Hase. Sehr wichtig, Jungs. Also. Ach, so nix, der Hernandez. So, Jungs, also, jetzt machen wir weiter. 3 Spieler noch. Ich muss jemanden snipen. Let's go. So, wir kommen zum Finale und ich bin ehrlich, ich hatte bei dir keine Ahnung. Also wirklich nicht mal den Hauch einer Chance irgendwie, glaube ich, jetzt. Du hast ja freie Auswahl, darfst nehmen, was du willst. Von daher gönn dir mal die 3 Positionen. Weiß nicht, ob du schon gemerkt hast, aber ich habe nur einen Manchester City bis jetzt, also einen Manchester City Spieler bis jetzt genommen. Ich hoffe, du hast es schon gecheckt, aber naja, machen wir weiter. Also, in der Innenverteidigung gehen wir einmal mit Walker, das ist mein zweiter Manchester City-Spieler. Dann haben wir den Mukiele und sehr, sehr wichtig, Kulaschi. Warte mal, da muss ich mal gleich nochmal kurz meine Tafel rausholen. Denn ich habe komplett vergessen, dass du einen Man City-Spieler noch nehmen kannst. Ich bin einfach in die Bundesliga gegangen. Hummels, Upamecano und der Kulaschi ist da drin, ja. Nochmal ein Bronzetorhüter, ne? Von daher, aber wenigstens diesmal auf der richtigen Position. Hey, Mukiele, warum schreibe ich den nicht auf? Schade. Ich habe komplett vergessen, wirklich. Scheiße, komplett Mann. Vergessen, das mit Man City. Wie kann man so lost sein? Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich nicht mehr schön. Okay, jetzt mach ich auch weiter. So. Okay, let's go. Während ich hier irgendwie einen Sandorn ins Auge bekommen habe, hau ich mal den De Vrij mal kurz in die IV zusammen mit dem Acerbi und hinten den Handanovic. Ey, hast du schon einen Bronzespieler? Nein, war? Ich ahne Schlechtes, sag an. Godin? Nein. De Vrij? Handanovic! Och, nee. It's raining now! Halleluja! Textisch auf jeden Fall. Ja, ich würde mal sagen dann. Im Tor spielt einfach ein Striker. Ja, in der Innenverteidigung auch einfach eine Bronze-Innenverteidiger. Oh Mann, danke. Das kann. Oh Mann, das wird was. Oh, das wird was. Ah, gefällt mir auf jeden Fall. Gefällt mir. Also, Jungs, dann starten wir rein. Wünsche mir viel Glück. Let's go. So, Jungs, also, wir starten hier City gegen Real Madrid. Eieiei. Ich bin heiß. Let's go. Ich glaube, Madrid wird weiterkommen. Was sagst du? Ja, ich schätze, glaube ich, auf jeden Fall auch. Der Kubo, der ist schnell. Der ist schnell. Der nein. Ist schnell. Nein, der oh, ist, oh, Mann. Oh, stark gemacht. Oh. Komm, Kevin. Nein, das war's. Er ist ja das doch. War's, ja. Kevin, was macht der? Das Kevin! War's. Also, wenn er das heute Abend auch so macht, dann ciao, Leben wird's schon. Kevin. Richtiger Kevin hier. Wow, nein. Nein, wie schießt der den denn? Wer war das bitte? Weil Werde, ne? Oh, nee. Oh. Abseits, oder? Kein Abseits. War das Abseits? Es war kein Abseits, genau, ja. Deswegen habe ich mir auch noch Zeit gelassen beim Laufen, weißt du? Weil Werde mit dem 1-0. Ja. Bitte, Benzema. Benzema. Gut, da, Benze. Nein, das war's. Benze. Jetzt aber. Das war's. Benzema, endlich. Der ist ja doch. 1-1. Come on. Stark. Der Benzema, ganz eklig als Gegenspieler. Also dein Keeper, ich muss mal sagen, der macht das gut am Mittelfeld. Ja, den kann man anspielen. Was ist denn das? Was sehe ich denn hier? Nein. Ich kann dir wirklich sagen, was du da also siehst. Und zwar ein Tor. Danke. Pichi, 2-1. Was war das denn? Mir ist gerade erst jetzt so eingefallen. Ja. Dass ich einen Bronze, dass ich einen Bronze Keeper habe. Und du? Bronze Stürmer im Tor. Du hast auch ne. Ich hab das voll vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sag doch das bitte mal früher. Nein! Ja, das ist sehr fast, ne? Ist das nicht? Ey, jetzt aber. Ja, wenn nix gefällt. Ey, wieder Latte! Oh mein Gott, Pfosten keiner, aber mein Gott, ey. Jetzt. Och nein, stand nicht. Jetzt aber. Oh mein Gott, EA. Ey. Also. Also das, also ja, du hast auf jeden Fall ein drittes hier verdient, aber das Tor an sich wirklich, es war ekelhaft. Tut mir EA Grüße genauso an der Stelle. Oh nein, das war's. Da guck dir einfach mal zu. Da guck dir einfach zu. Ja? 4-1. Ja, 4-1. Ah, ist halt bitter wegen dem, ist bitter wegen dem Stürmer am Tor gewesen, sag ich so ehrlich. Ah, schade.
Ja, Jungs, also, 4 Picks, oh, sorry, 3 Picks, ja, wir haben 4-1 gewonnen. Also, wir starten mal rein, let's go. So, Jungs, 3 Picks insgesamt, ja, er hat die 4-3-3-Aufstellung. Keine Ahnung, was ich da wirklich machen soll. Ich kann auf jeden Fall Hazard da treffen, der fast 2 Millionen kostet. Weiß nicht, fangen wir an, und zwar, deinen linken Innenverteidiger möchte ich einmal haben. Dein Herzstück, wie man das so schön sagt, zentral, ja, und einmal, eigentlich möchte ich dein Linksflügel haben, aber den lasse ich mal, und ich möchte deinen Torwart. Let's go, 2 Bronzespieler. Niemals. Du hast beide Bronzespieler erwischt. Aber du hast auch einen 93er Witze erwischt. Also so ist nicht. Du hast einen 93er Witze erwischt. Da stand linker IV, Torhüter Bronze, mittlerer ZM Bronze. Rechtsverteidiger war Hazard, rechter zentrales Mittelfeld Kubo. Linksverteidiger war der gute Pirlo. Habe ich wirklich 2 Bronzespieler getroffen? Du hast beide Bronzespieler getroffen. Das ist Leute, wirklich, das ist no joke. Ganz kurz. Schreibt jetzt alle unter den Kommentaren Fake wegen auch Algorithmus. Schreibt einfach, ja, ist so. Weil es ist alle so rein. Immer das gleiche, Fake. Aber das ist wirklich krass, dass ich einfach 2 Bronzespieler treffe. Schreibt einfach, schreibt wirklich einfach. Ja. Ich lasse es, Jungs, das ist einfach zu krass gerade. Ich würde sagen, den Witze hau ich so weg. Weil ja, hau den so weg. Hau den einfach so weg. Und die beiden Bronzespieler, ja, die nehme ich auch sehr gerne mit. Die verkaufe ich ja für 48 Münzen. Da habe ich mir, ist es noch was. Es ist unglaublich. Was soll ich denn sagen? Also Jungs, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Was sagt ihr? Kommt City weiter oder Real? Schreibt das schön unten in die Kommentare. Natürlich auch den Tipp. Natürlich nicht vergessen. Denkt auf jeden Fall Max aus. Ja, morgen kommt auch ein Video da online. Kuss geht raus. Du hast letzte Worte. Ja, Jungs, Spiel war nice. Jetzt nicht so nice für mich, aber das Abstoßen wiederum war gut. Hatte ich Glück, bin ich mit dem blauen Auge davon gekommen. Wie gesagt, schreibt eure Tipps sehr gerne unten rein. Mein Tipp ist, dass Real irgendwie weiterkommt. Sagt mir irgendwie was. Von daher, Leute, viel Spaß beim Spielabend. Bis dahin, haut rein und ciao.